Nee. Ist das ärgerlich. Da habe ich meine Facebook-Karte eingelöst, ne? Hab jetzt 125 Gold. Wollte mir im Laden... Nee, nicht bei Sammlungen. Sondern im Laden... die Kriegsbringer-Axt kaufen. Und was war? Sie ist weg! Ich kann ja mal eintippen. Dann muss ich aus dem Vollbild raus. Vielleicht geht's dann. Kriegsbringer... Axt. Leer. Seht ihr? Nichts mehr da. So ein Scheiß. So, jetzt haben wir genug Geld. So, ich gebe jetzt mal... Gut, ich wollte mal... Ja. Ja, ich würde mal sagen, holen wir uns dafür Kommandopunkte. Zack, zack. Zack. Und dann machen wir nochmal zack. Dann haben wir wieder die gleiche Goldanzahl wie vorher aus. So, 175 Kommandopunkte haben wir jetzt. So. Dann mache ich jetzt das, was ich machen wollte. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Wo ist unser kleiner Spidey? Da. So. Ich habe mich dann entschieden, habe jetzt noch ein bisschen überlegt. Wir holen uns die hier. Zack, hat er jetzt den schwarzen Anzug. So. Ja, direkt ausrüsten. So. Steine können wir eh noch nicht verwenden. Haben wir schon mal geholt. So. Jetzt haben wir noch 112 Kommandopunkte. Dann hole ich mir jetzt auch direkt einen neuen Helden. Und zwar... Wo haben wir dich? Wo bist du? Da! Vandral, rekrutieren! Da habe ich mein neues Dev-Team, habe ich schon mal. Volstack und Vandral, das heißt jetzt wird's... Jetzt wird gelevelt, die beiden hier, ne? Aber dafür muss ja erst mal die Fackel fertig werden. So, Vandral ist rekrutiert. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, an ihrer Seite zu kämpfen, Agent. Auch wenn es mir ein noch größeres Vergnügen wäre, wenn sie mir dieses smaragdgrüne Dame vorstellen würden. Wen haben sie gemeint? So, den haben wir da natürlich auch. So, dann machen wir jetzt heute noch das hier. Machen wir jetzt auch noch. Hier waren wir, ne? Hier, würde ich sagen. Ja. Ah, dann haben wir es doch wenigstens gut investiert. So, jetzt haben wir noch 22 Kommandopunkte. So, Mission spielen. Expertenmodus. Wenn da irgendwas gehen würde. Ist schon wieder irgendwas kaputt? Oder immer eben aus dem Vollbild rausgeschoben. Läuft die Aufnahme eigentlich? Ja, die läuft. Die läuft, das ist gut, das ist sehr gut, das ist gut, das ist gut. So, einmal Mikro richten, aber irgendwie geht hier nichts. Wehe, dann ist alles nicht mehr da. Also ich lade das Spiel nochmal neu, ihr seid live dabei. So, ich habe aber auch ein Glück heute. Alles läuft schief. Wollte die Kriegsbringer-Axt holen, ist weg. Jetzt gut, jetzt haben wir Spider-Man die Rüstung. Und die haben wir und wir haben jetzt Vandral als neuen Helden. Das ist doch schön. Da haben wir immer mehr. Muss ich auch jetzt. So, jetzt sind wir wieder da. Das erste, was ich mache, ist mal schauen. So, PvP, Helden. Oh, sieht immer besser aus. So, das wird jetzt erstmal hochgeschraubt hier. Das müssen wir ja generell noch hochschrauben. Wir haben ja jetzt ein Level 14, ne? Vor allem bin ich mir am Überlegen, ob ich hier noch ein bisschen umbaue. Und zwar alle, viele hier hinklatsche, auch wegen Gesundheit und Ausdauer. Gesundheit brauchst du ja irgendwann auch mal eine Menge, ne? Das Taskmaster, den ich habe, ärgert mich. Guck, vielleicht kriege ich ja noch irgendwo eine Facebook-Karte her. Dann hole ich mir noch mal ein bisschen Gold. Und dann hole ich mir davon Kisten. Weil wir haben ja immerhin 3 Cover. Haben wir ja. Die letzten hatten wir ja alle. Das hier ist Loki. Das ist Sabre. Das ist Moonstone. Das ist Doom. Die haben wir alle. Die haben alle bekommen. Jetzt will ich nur ihn haben. Wir haben 3 Cover. Ja, mal abwarten. Mal abwarten. So, jetzt machen wir erstmal die Mission. Das überlege ich mir aber noch. So. Hier, genau. Das wollten wir machen. So. Loki hat eben auf NY1 damit gedroht, New York in einen Stein zu verwandeln. Er hatte was? Du hast mich gehört. Er steckt irgendwo zwischen dem Rathaus und der Brooklyn Bridge. Vielleicht handelt es sich um einen Witz. Immerhin sprechen wir von Loki. Aber wir sitzen nicht rum, um herauszufinden, ob er es ernst meint. Zur Hölle, nein! Wir werden es erstmal ernst nehmen. So, und da wir ja erstmal eine Weile kein Level aufsteigen,
würde ich sagen, machen wir voll. So. Wie wollen wir denn hier? Irgendein Angel. Bring den Moliden hierher zurück. Versagen ist keine Option. Wen haben wir denn hier? Och, die Dinger. So, dann wird auch direkt mal Spider-Man. Ja, den nehmen wir jetzt einmal, um die neue Rüstung auch zu sehen. Und es wird natürlich jetzt Fangal ausprobiert, unser neuer Held. Nein, nicht nochmal anzeigen. Na, das ist doch gut. Da haben wir jetzt ordentlich Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mein Dev-Team für die nächste PvP ist komplett. Blaue Erwiderung. On that. Aber erstmal kommt... Nee, den speichern wir auf. Agent SUG Pinguin, ich speichere noch einen auf. So, jetzt will ich erstmal die Attacke testen. Nimm das. Nimm zu den Schaden durch Konter- und Folgeangriffe und Chance auf Schritte und Schutzverlangsamung oder geschwächt. Nimm das! Und das ist immer noch der Netzschuss. Ja, immer noch. Hoffentlich stirbt der Spider-Man jetzt. Stirbt der Spider-Man jetzt nicht weg? Obwohl es eh keine Erfahrungspunkte gibt. Also von daher soll es mich eigentlich nicht stören. So, wie ist da noch ihn hier drauf? Das ist ja Attacke 2. Oh Gott. Chance auf konzentriert, verstärkt, agil oder gestärkt. Konter präventiv alle gegnerischen Angriffe. Dieser Angriff verursacht einen Entkräftung und verhindert, dass die Aktion Effekte anwendet. Okay, ich hab's noch nicht verstanden, aber ihr versteht das bestimmt. Zack. Schön, dass es gerade nicht leckt. Das finde ich gerade wunderschön. Haha. Overkill! So. Leck 50. Angel ist fertig. Okay, der Monolith ist an Bord. Die Befragung geht gleich los. Wir fahren rein gar nichts. Wenn Monoman kommt, lässt er uns das selbst wissen. Ich würde nichts als gegeben voraussetzen. Vielleicht ist das ISO 8 bereits nach Subterranea durchgedrungen. Ob ich das jetzt richtig vorgelesen habe, keine Ahnung. Eine Genimpfung. Ich brauche irgendeinen Helden. Angel! So, der nächste. So, Spider-Man, darfst du da gehen? Ja, komm mal her. Komm mal her, Gambit! So. Haha. Autsch. So, jetzt darfst du aber ran, Agent SUG Pinguin. Ist das Black Bolt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das war Black Bolt. Ich nehme ihn nicht vertan, ab. Nimm das! Nimm das! Yeah! Oh, schön. Ja, es ist heute wirklich eine lange Aufnahmesession. Das ist jetzt schon der dritte Part in einer Aufnahmesession. Sehr gut.
Aua, das tat weh. Alter. Wow. Das war geil. So, jetzt machen wir erstmal. Kommt eigentlich noch eine Welle? Oder keine. Ach, weiß ich jetzt nicht. Kommt noch eine Welle? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme das alles gerade hier ein bisschen zu locker. Aber nur ein bisschen. So. Haha, daneben. Haha, getroffen. Und jetzt machen wir Ende. Wenn nicht noch eine Ladung kommt, eine Welle kommt. Bam, bam, bam. Ach, Gott sei Dank, keine Welle mehr. Hui. Oh, Fandral ist auch gleich schon fertig. Destroyer ist hier. Die Jotunen versammeln sich bei ihm. Jotunen und Destroyer? Ein guter Start in den Tag. Ich werde diesen Angriff leiten. Mein Bruder hat bereits genug Ärger gemacht. Na, das hier werde ich jetzt auch fertig machen. Dann werden wir jetzt erstmal Cyclops und Iron Fist hier nehmen. Ist mir scheißegal. So. Cyclops geht nicht. Dann nehme ich Iron Fist. Und zwei schicke Wellen. So, Fandral, die ist jetzt auch erstmal weg. Dann nehme ich das ein bisschen heftig hier. Loki, komm mal, Papa. So. Ich bin sofort soweit. Ich muss mal eben mich richten hier. So, Agent SUG Candy Girl kommt jetzt als Verstärkung. Mit Mahayuga. Oh. Sehr schön. Ich habe jetzt leicht wieder lecken sehen, das riecht mich schon wieder auf. Oh, danke. Aber noch Pelz. Haha, geht daneben. Oh, Loki, du bist spitze. Ah. Dann bist du jetzt erstmal vernichtet. Du auch. Oder auch nicht. Komm hier. Mach los. Ah. Schön. Sehr schön. Oh, und wieder daneben. Oh, das tut mir leid. Loki ist echt gut drauf heute. Zerstört sie! Super. Ah. Oh, wieder daneben. Oh, der ist wirklich gut drauf, der Junge. Bam. So, jetzt habe ich die Schnauze aber voll. Mach los. Zack. Du musst halt laufen. Ich wusste, dass das nicht alle waren. Da ist Cracker. Ich suche weiter nach Greg Gargoyle. Er wandelt Dinge in Stein. Ob er wohl mit Loki zusammenarbeitet? Könnte sein. Aber Loki ist sehr gut in der Lage, allein so ein Ding abzuziehen. So, wer kommt denn hier rein? Ein Prügler. Ares.
Brauch einen Infiltrator. Ja, Spider-Man, du hast, kannst ja eh nichts machen. So, fertig. Angel. Zack. Boom. Jetzt, wo, jetzt die Mitte, weißt du? Jetzt, wo ich ihn nicht mehr so nehmen will. Und hier kommt noch Nightcrawler. Haben wir nicht. Oh, hab ich. Scheiße. So, dann gehen wir hier hin. Iron Fist Loki bleiben. Lief nämlich gerade ganz gut. Ah, so. Get Black Down kommt als Verstärkung. Grimmiger Streitkoll. Boom. Ei. Das ist jetzt schon fast geplättet. Du bist derjenige, der anfängt von den Gegnern. So, du machst schon mal keinen Schaden. So. Den machen wir jetzt alle. Schaden. Loki, Loki, Loki. Auch weg. So, nächste Welle. Aua. Zack. Getroffen. Aua, aber gut sei Dank. Gott sei Dank, ne? Ja, Gott sei Dank ausgewichen. Entmutigenden Schlag. Ah, super. Er hat's dann schon. Ah, oh. Und zack. Oh, 4000. Wir haben mehr hier bei dem Jungen. Kannst du da nichts mehr machen, ne? Und tschüss! Gewonnen! Loki ist auf der Brücke! Das verstehe ich nicht. Manhattan besteht doch schon größtenteils aus Stein. Aber nicht die Leute. Loki braucht keinen Grund. Er würde das tun, nur um eine Skulpturlandschaft mit 2 Millionen Statuen zu haben. Oh, das wird ja lustig. So, erstmal ist Ares fertig. Jetzt sind wir in die Mitte und jetzt kriegen wir wieder so ein Ding. Ach, das, oh, das ist ja popelig. Oh, da bleibt Loki. Ja, und komm, Wandreif muss jetzt auch machen. Ich will den wenigstens noch fertig haben für Level 2. Agent SUG Taker kommt als Verstärkung. Lokis Zepter. Loki würde sich jetzt denken, ey, das ist meins! Der denkt, ja, das ist meins! Ja. Ja, aber der Schaden lässt ihn von Fandral zu wünschen übrig. Aber wer weiß, was die anderen Attacken bringen. Dann haben wir ja noch Erholungselixier. Und Flint-Zirkus. Blutungen löst direkt 3-mal Blutungen aus. Oh, mit Fandral. Oh, das ist doch geil für Sabre. So, der ist weg. Daneben! Ich würde sagen, mal wieder daneben. Ja, und außerdem hat er ja auch noch keinerlei Steinchen drin, der Junge. Genauso wie Spider-Man. Also das kommt alles noch, wenn sie gelevelt sind.
tschüss. Oh. Da klappt irgendwie nicht so wie du willst, ne? So, Loki hat keine Ausdauer mehr. Er ist ja direkt danach, auch wenn der Gegner dran war, wieder dran. Denn ich mach den jetzt tot. Weil ich darf ja noch. Ja, er ist tot. Gewonnen! So, Spider-Man ist auch fertig. Eine Streugranate. So, drei Kämpfe haben wir noch. So, jetzt kommt erstmal wieder die Tier. Hallo. Ich will drauf. So, Fandral, danach müsste er fertig sein. Jetzt nehmen wir noch einen dicken Fisch dazu. Hulk ist auch fertig. Hawkeye haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. So. Und jetzt kommt erstmal Agent Chilius. Mit der Spucke der Viper. Blech, hast du gespuckt. Giftschusskontamination. Boom. Und jetzt fängt es gleich wieder an zu lecken. Ich habe auch so ein Pech heute. Schnell Feuer! Es kommt ein! Da ist gerade ein Rauchbombpfeil! Und jetzt ist er disorientiert, ist ein elektrischer Pfeil und der ist tot! Oh nee, das ist Niesen. Oh nee. Oh, Entschuldigung. Das war. Oh. Oh, da ist noch einer in der Nase. Oh nee, 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 nee. Oh, Entschuldigung. Das tut mir schrecklich leid. Das wollte ich so nicht. Oh, meine Nase. Ich bin gerade konzentriert, nicht nochmal niesen zu müssen. Deswegen bin ich gerade still. Oh, meine Nase. Was hast du nun davon? Oh, blöde Nase, ey. So, wir warten. Nee, gibt's nicht. Wir fehlen 15. Oh Gott. So, dann wir haben noch zwei Kämpfe. So, also machen wir so. Ja, ich würde mal sagen, wir lassen das dann so. Dann ist Fandral wenigstens fertig. Dann habe ich nämlich Spider-Man zum Trainieren. Direkt auf Level 2. Fandral und... ich habe wieder so viele zu trainieren hier. Ja, darf ich jetzt auch wieder? Das wäre sehr nett. Aber erstmal kommt Agent Janberger. Mit Mystikschleier. Und dem Mystiker. Bam.
So. Magno Voltage. Keiner macht mehr kritische Treffer. Haha. Weg. Oh. Oh, meine Nase läuft. Ey, gerade ohne Scheiß, ohne Spaß. Ey, ich muss schon wieder niesen. Das juckt in der Nase. Gerade. Kennt ihr das, wenn ihr euch so anstrengen müsst, dass ihr nicht niesen müsst? Ey, boah. Die zwei gerade konnte ich einfach nicht mehr aufhalten. Die waren drin in der Nase. Sie wollten weg. Wir wollten an die frische Luft. So, der ist weg. Nächste Welle. Wann kommen schon wieder die Bosskämpfe? Klebriger Hagel, also es fliegt Kaugummi. Das war ein Scherz, ne, Leute? Aua. So. Zerstört sie! Keine Ausdauer mehr. Zerstört sie! Okay. Machen wir das, sonst zerstören wir sie. Wie wollt's doch so? Der Giftgasfall hat gesessen. Jetzt kommt der Aufschlagpfeil hinzu. Weil es gab ein schnelles Feuer. Das heißt, er darf nochmal. Oh, perfekter Schütze. Danach wäre ein Rauchbombenpfeil gefallen. Aber ich hau mit meiner kleinen Pistole lieber noch drauf. Und mach das zu Ende. So, Fandral ist fertig. So. So, das ist ein Miniboss. Das ist ein Miniboss. Und dann ist Loki hier der Boss. Bruder, deine Bösartigkeit ist deine Asgard-Hälfte nicht würdig. Asgard hat nur selten Notiz von meiner Asgard-Hälfte genommen, Bruder. Die Jotun hören auf mich. Sie sind mein Volk. Ich werde über Asgard herrschen. Nur aber meine Leiche, Bruder. Gönn ihr. Chance auf. Modifizierter kapazitiver Behinderer. Eieiei. So, gucken wir erstmal. Das. Ich würde aber sagen, wir nehmen. Ja, ich hab's schon. Hallöchen, Heimdall. Der Junge ist einfach gut. Im PvP habe ich meine Probleme mit ihm. Ist so. Weil er nimmt ja keinerlei Debuffs an. Also, ich bin ja hier, ihr wisst ja, mein PvP-Team, War Machine und Sabretooth. Ach, keine Ahnung, wie man den ausspielt, ist doch scheißegal. Aber auf jeden Fall, wow. Da habe ich meine Probleme mit. Weil ich bin ja auf Schlagskontakt ausgelegt und dann viel Schaden machen. Und das kann man dann nämlich gepflegt vergessen. So, der Bosskampf hat angefangen. Kommt jetzt ein bisschen später, ist das Hack, aber scheiß drauf. Der und seine Tresore, ey. Mann. Yeah.
Was? So wenig Schaden? Aber mit Thor würde ich mich jetzt freiwillig nicht mehr anlegen. Er hat zweimal die Macht vom Mjölnir und ist doppelt wütend. Uiuiuiui. Und jetzt kommt aber Jalaorn dazu. Aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn Wrecker mit einem Schlag down geht. Naja, fast. Hat aber gut gesessen. Daneben. Ah. Damit du noch schön stärker wirst. Daneben. Das wollen wir auch gleich unter Beweis stellen. Nein, das war der falsche! Boah, bin ich weggerutscht! Ja, immerhin ging das daneben. Das auch. Ich würde einfach behaupten, schlecht und ergreifend, Wrecker war schlecht. So, jetzt kommt Loki und Destroyer. Und wieder Loki an der Packe. Oh. Partyzeit! Ja, wir feiern! Und wir sind alle ziemlich coole Typen. Der geht mir irgendwie am meisten um. Loki ist eigentlich an sich ein Opel als Gegner. Außer dass er mir gerade alle meine Ausdauer geklaut hat. Der Penner. Was ein Scheiß! So, ist weg. Loki! Was? Ey, wenn mit Thor jetzt hier abmittelt, ne? So, jetzt gibt's Saures. So. Zweimal. Zack, zack. Fast tot. Oh. Und er ist so ein kleiner Schisser, der Junge, ne? Was heißt das? Erhöhter Schaden. Oh. Ja, dann machen wir es halt so. So, tschüss. Danke, Heimdall. Hast mir den Arsch gerettet. So. 215. Ausbelohnung. Ja, entweder die Waffe, weil die habe ich noch nicht. Was ist das hier? Phosphorstich. Die habe ich schon. Also dann hätte ich gern Kommandopunkte. Ja, voll. Die Ausbeute ist heute echt klasse. Wieder 3. Was haben wir jetzt? 25. Luke ist geflüchtet. Wenn es an auf hart kommt, verliert er schnell die Kampfeslust. Wir schließen diesen Laster in dem nahen Nugel ein, das Raid benutzt hat. Sobald es ausgehärtet ist, bringen wir ihn auf den Helicarrier und probieren die Chemikalien aufzulösen. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir einen Stein-Helicarrier. Da unten im Savage-Land finden die das sicher beeindruckend. So.
So. Dann hätten wir das jetzt auch. Super! Ein neuer Tag, ein weiterer gescheiterter Weltuntergang. Gute Arbeit, Agent. Wir haben Loki zwar nicht zum letzten Mal gesehen, aber immerhin hat er Manhattan nicht in eine riesige Skulptur verwandelt. Außerdem haben wir Piledriver und Wrecker im Raft. Ein guter Tag für die Guten. Super. Das heißt, wir haben das jetzt schon fast fertig. Wir müssen jetzt nur die Premium-Mission machen. Dann haben wir Kapitel 5 fürs LP abgeschlossen. Und dann können wir bei der Mission weiter nach vorne blicken. Vielleicht machen wir die jetzt sogar noch. Aber dann muss ich War Machine abbrechen. Ja, das mache ich dann auch. Da gehen wir mal eben 8000 durch die Lappen. Ja, beenden. Weil den brauche ich. Setze ich einen anderen rein. Aber auch dann nur 12 Stunden. Das wird da... Ja, Hawkeye, du kannst auch ein bisschen Geld scheffeln gehen. So.